So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wie man sieht, ich war hier wieder ein bisschen meine Frisur abändern. Mal gucken, wie lange ich so bleibe. Bis das Spiel mir einen Strich durch die Rechnung macht. Okay, meine nächste Aufgabe will es sein oder soll es sein, diesen Nix-Hund zu holen. Kann ich die Krabbe eigentlich zu mir nach Hause schicken? Du musst etwas für mich tragen. Warte in der Stadt auf mich. Bleib hier, das ist dein Zuhause. Okay. Dann müssten wir eigentlich zurück nach Flusswald. Eigentlich. Ich denke mal nicht, dass ich zwei Haustiere mitnehmen kann. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Okay, wir gucken hier erst einmal. Der Nixhund. Ach, Moment mal, ich bin hier ja ganz... Bin ich verkehrt? Travel nach Solstheim. Oh, ich hab gedacht, ich muss hier hin. Oh, shit. Okay. Okay, das war wohl falsch. Okay, dann machen wir halt erst ein paar Nebenaufgaben. Dann gehen wir erst hier hin. Di-di-di-di-di. Ach, so eine Scheiße. Ich hab gedacht, das wäre hier. Na gut. Oh, mein Pferdchen. Uiuiuiui. Okay, Sonja, come on. Lost Knife Cave. Da geht's rein. Gucken wir mal, was das so bringt. Da drin. Habe ich das Richtige ausgewählt? Nee. Okay. Bist du da, Sonja? Ja, gut. Na dann. Folge mir. Also wollt ihr damit sagen, dass ihr diese Katze alleine erlebt? Ist das aber eine Überraschung? Ja! Kalaga! Oh! Oh. Kerkerschlüssel. Das wird eher andersrum sein, Mister. Geht da unten noch irgendwas? Da geht's doch noch runter. Gehen wir mal da runter. Ist doch hier ziemlich verdächtig. Da hinten ist eine Höhle. Gut, schwimmen wir da mal hin.
Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Na gut, dann zurück. Schwimme die Schwimmen. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Gut. Dann können wir hier wieder raus. Aus dem Wasser. Oder ist hier noch was unter Wasser? Lachs. Okay. Nehmen wir mal mit. Ist da jemand? Jo. Ich bin da. Ich bring euch Feuer. Surprise, surprise. Ach, da haben wir. Knoblauch, okay. Immer her damit. Okay, hier geht's also weiter. Wir gehen erst in die andere Richtung. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wenn man Raketen drauf rollt. Hui! Schnippschnapp. Kopf ab. Sonja, du wirst immer brutaler. Was ist da los? Oh, ich bin überlastet. Na gut, gucken wir erstmal die Truhe hier durch. Und dann... Ich denke, ich werde Essen hier lassen. Das brauche ich alles nicht. Okay, und was haben wir noch? Was können wir noch hier ablegen? Okay, ich sollte Sonja vielleicht das geben. Das eine Diadem. Geht es? Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Ich möchte, dass du das hier nimmst. Denn du hast öfter mal den Bogen. Take it. Bitteschön, Lady. Geht ihr voran. Lost Knife Hideout. Okay, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was für eine Nebenquest das war. Keine Ahnung. Ich habe auch unterwegs einige angenommen, aber einfach nur, weil es nicht anders ging. Sieht aus, als würde der Boss wieder losgehen. Wieso? Ihr hättet nie hier. Was macht ihr denn schon wieder? Na, da schau an. Ja.
Hinter rollt der Kopf. Oh, da ist noch einer. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch drin. Also ich muss sagen, wir sind ein gutes Team, Sonja. Girl Power, würde ich mal sagen. Okay, wir gucken uns erstmal in Ruhe um. Vielleicht liegt hier noch was Wichtiges rum. Aber es sieht nicht danach aus. Was haben wir hier Schönes? Futter, Futter und noch mehr Futter. Wahrscheinlich ist es hier ein Rundgang und da kommt man dann hier oben vorbei. Na gut, gehen wir da lang. Ich nehme das mal mit und gib's Sonja. Halt, bleib stehen, Lady. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Ich bin verkehrt, sehe ich gerade. Kürzeste Bekleidung? Achso, okay. Okay, das geht gar nicht. Ist zu schwer. Okay, dann nix. Ihr geht vor, ich folge. Dann lege ich ihn ab, weil ich brauche ihn nicht. Dass ich immer nehmen klicke, anstatt zu lesen. Ich kapiere es nicht, ja. Lecker. Flute. Skummer. Das nehme ich. Flöte, brauche ich die unbedingt? Brauche ich eine Flöte? Ich habe keine Ahnung. Naja, die wiegt nichts. Ich nehme es mal mit. Oh, ist da ein Bär drin? Ah, ne, ist ein Säbelzahntiger. Schubsen mich immer nur rum. Schluss damit! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Verdammt!
gesagt. Okay, hier liegen ziemlich viele Leichen rum. Oh shit, Mann, ey, da muss doch aber irgendwas drin sein, wenn es da so versteckt ist. Uiuiui, jetzt habe ich so viel Dietriche gekriegt und jetzt vergeude ich die damit. Ah, shitty. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Oh, Manometer. Ey, das kracht schon ab, obwohl ich noch korrigieren will. Ja, das gibt's nicht. Okay, ich geb's auf. Na, soll ich es nochmal probieren? Ah, da muss doch was drin sein, ja. Und wenn es nur ein Haufen Gold ist, das wäre auch schon ganz geil. Scheiße. Ey. Okay, Gold ist drin, das ist schon mal gut. Na gut, das kann man eigentlich schon gebrauchen, ne? Rüstung, die eine Eigenschaft hat. Verzeihung. Ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Quack, quack. Ich könnte noch ein bisschen Geld gebrauchen, aber hier liegt nichts rum, ne? Und ich bin schon wieder voll. Okay, dieses Zombie-Zeug, das kann ich eigentlich schon, ne? Ich guck nochmal. Ja, kenne ich schon. Also weg damit. Gut. Okay, was kriege ich viel und was habe ich zu viel? Weizen. Kannst keine Schlüssel ablegen. Ah ja, okay. Sonja, kann ich dir noch was geben, bitte? Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Ich weiß nicht, irgendwas, aber nimm was. Was geben wir da denn? Ein paar Tränke wäre doch gut, oder?
Okay, ich kann ihr nichts geben. Scheiße, Mann. Das ist doch scheiße. Kann ich ihr ein bisschen Armor geben? Naja, geht auch nicht. Naja. Ich kann auch keine geht Schnellreise machen, oder? Oh, ich bin so lahmarschig unterwegs. Ich will aber nicht. Das ist doch scheiße, Mann. Okay, kann ich hier irgendwie... Eigentlich wollte ich mich auf die Redekunst konzentrieren, aber das kann ich jetzt vergessen. Shit. Hack and Slay. Kampfhaltung. Weniger Ausdauer. Na gut, nehmen wir halt das mal. Doppelwirbel. Zwei Waffen. Ich brauche irgendwas, wo ich mehr Zeug schleppen kann. Geht es? Nö. Scheint nicht zu gehen. Aha. Mit dem anderen Geschlecht also besser reden, ne? Du kannst Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Nee, das will ich eigentlich nicht. Okay, gut. Jetzt bin ich aber trotzdem nicht schneller. Okay, dann muss ich die Rüstung da lassen. Ich will es eigentlich nicht, aber... Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, ne? Okay, das brauche ich für die Quest. Fallen lassen. Okay. Gut. Come on. Lass uns gehen. Sorry. Okay, dann sind wir wieder am Ausgang. Mitnehmen kann ich nichts. Ich habe nämlich nichts mehr zum Tragen, keinen Platz. Ich muss auch mal nach Flusswald und ein bisschen was ablegen, glaube ich. Sollten wir das gleich machen? Ich glaube schon.
Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss mit der anderen Quest. Okay. Gut, ich gehe erst nach Flusswald. Ich will mein Zeug ablegen. Und speichern müsste ich auch mal. Nicht vergessen, speichern. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Lebensnotwendig. Na, du Pferdchen. Ich wusste gar nicht, dass du Schnellreise mitmachst. Okay. Erstmal nach Hause. Ach, wenn diese blöden Ladebalken nicht wären oder Ladebildschirme, das ist schon nervig. Wenn es schneller gehen würde. Hier steht immer einer, Mann. Und dann verschwindet er. Was soll das? So, Zutaten loswerden. Zack. So. Essen loswerden. Habe ich gar nicht. Okay. Gut. Bücher loswerden. Da muss ich jetzt halt doch diese Notizen wegmachen. Die Zettel werden ja wohl nicht viel wiegen. Okay, das ist Bekleidung. Die brauche ich. Das legen wir ab. Das legen wir auch ab. So, das war hier drin. Tränke. Okay. Und was war hier? Eigentlich Waffen, ne? Und nicht Kleidung. Okay, holen wir das alles nochmal raus. Auch alles rausnehmen. Okay, machen wir nochmal hier, machen wir Kleidung rein. So, und hier Waffen.
So. Wie sieht's aus? Wo sieht man, wie schwer ich bin? Keine Ahnung. Okay, aber ich müsste etwas erleichtert sein. Gut. Gehen wir mal raus. Und dann werden wir mal dieses Messer abliefern. Riesen sind grundsätzlich friedfertige Wesen, solange ihnen keine Bedrohung zu nahe kommt und solange ihre Mammuts in Ruhe gelassen werden. Okay. Dann lassen wir die Riesen in Ruhe. Deswegen haben die mich nicht angegriffen, erst als ich gezogen habe, ne? Na gut, also. Mappity Map. Da will ich hin. Genau da. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Ja, bin ich. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Bist du der Häuptling? Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Okay, wir sprechen gleich mit dem Häuptling. Was der will. Bist du der Häuptling? Nee. Wo ist denn der Häuptling? Hallo? Hallo? Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich haben? In einer Ork-Festung gibt es kein Gefängnis, Verbrecher. Ihr müsst mit Gold oder Blut bezahlen. Pay? Na schön. Dann prüfen wir euer Kampfgeschick eben ein andermal. Alter, ich wollte eigentlich mit dem da quatschen. Immer mit der Ruhe, Mann. Ich fasse es nicht. Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Beim Kodex des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Lasst alle Festung wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Ihr könnt gerne bei unseren Schmieden Orkwaffen und Rüstung kaufen. Trainiert mit meinen Kriegern oder kauft Gifte bei der weisen Frau. Willkommen in unserer Festung, Blutsverwandter. Okay, danke schön. Seid ihr hier, um Ebenerz zu kaufen? In unserer Schwarzadermine gibt es jede Menge davon. Oh yeah. Ich bin genau richtig hier. Genau richtig. Ebenerz. Ich komme. Ebenerz. Die meisten von uns sind im Langhaus. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Kann ich hier schlafen? Schlafen? Bett. Okay. Such dir nach Arbeit. Die Minen sind. Ach, ich krieg eben Erz. Wie geil ist denn das? Das Schwert sieht auch ganz geil aus, muss ich sagen. Ich will eben Erz. Das ist sehr gut. Die Fertigkeit des Blockens mit Schild oder Waffe vermindert den Schaden und physische Angriffe stoßen dich weniger stark zurück. Gut. Die Tipps sind immer nice, aber das bringt mir nichts. Ich will nämlich jetzt in die Mine. In die Mine. Mine.
Jetzt wird gehackt, Baby. Aber sowas von. Hacker, Hacker, burn in love. Wo geht's los hier? Ab in die Biene. Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Okay, hier können wir auch gleich Sachen herstellen. Ja, supi. Finde ich ja mächtig Knorke hier. Schwarzadermine entdeckt. Okay, rein da. Zack. Ebenerz. Okay, ihr greift mich ja nicht an, oder? Naja. Oh, Ebenerz. Bau es ab, Baby, bau es ab. Stehlen tue ich hier nichts. Ich will nur Ebenerz abbauen. Der Rest ist mir wurscht. Mul ist der Kluge. Er sagt mir, wohin ich gehen soll, und ich tu's. Okay, das ist Eisenerz, das will ich nicht. Ebenerz, I want. Wieso ist das hier so komisch, so wackelig? Ist das hier Gas oder was? Soll das Gas sein? Die Minenarbeit ist hart, aber Mul sagt, sie wird gut bezahlt. Also schürfen wir Erz. Ist da noch irgendwo Erz? Ebenerz? Gatba und ich wollen in der Mine arbeiten. Mau, es gibt einige große Festungen, die erwähnenswert sind. Dushnikyal, Mor Kaskur, Nasulbur und Lagerspur. Eines schönen Tages müssen wir zurück nach Rift. Uns etwas von dem guten Met aus Rifton holen. Ich weiß, es ist jetzt etwas langweilig, aber ich muss das einfach tun. Ich muss es tun. Oh, der ist ja weggegangen. Gib mir das Ebenerz. Wie? Schon abgebaut? Nee. Kämpft wacker. Nope. Take it. Zima nimmt's nicht. Ach Gott. Okay. Dann schauen wir uns weiter um. Eisenerz brauche ich nicht. Ebenerz.
Schurken. What the heck? Was zum Geier? War das jetzt so gewollt, ja? Okay, ich bin wieder hier am Anfang, ne? Ja. Okay. Puh. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war, oder? Also, das war jetzt schon ein bisschen eigenartig. Okay, anscheinend war es doch so gewollt. Hello, Ladies. Die Minen sind hart, aber Malakat belohnt die, die sich der Herausforderung stellen. Mul ist der Kluge. Er sagt mir, wohin ich gehen soll, und ich tu's. Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Jeder verbringt Jahre in den Höhlen. Die Minenarbeit ist hart, aber Mul sagt, sie wird gut bezahlt. Also schürfen wir Erz. Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Erz zu schürfen. Jeder verbringt Erz Jahre macht unser Volk stark. Ich bin hier, um Erz abzubauen, Fremdling. Wenn ihr nicht schürfen wollt, solltet ihr euch verziehen. Kann ich jetzt nur einmal abbauen? Oder wenn ich Malakat rausgehe hat mir die Aufgabe rein, erteilt, er nach Erz zu schürfen. Gutes Erz macht unser Volk stark. Jeder okay, ich Ork weiß auch nicht, die anstrengende reicht. Arbeit ich des mach halt weiter, ne? Jeder verbringt Jahre in den Höhlen. Wenn wir zurück nach Lagerspur gehen, werden wir Könige sein. Mir gefällt ja Narsulbur, verratet es aber Mul nicht. Okay, ich bin zu schwer, aber es ist egal. Ich brauche das Zeug. Mul ist der Kluge. Er sagt mir, wohin ich gehen soll, und ich tue. Ach ja, wir laufen ganz gemütlich durch die Tunnel. Hier geht's nämlich auch noch weiter, ne? Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Jeder verbringt Jahre in den Höhlen. Malakat hat mir die Aufgabe erteilt, nach Erz zu schürfen. Gutes Erz macht unser Volk stark. Okay, geht noch hier was? Sieht nicht so aus, ne? Hier ist nichts mehr. Gut, dann laufen wir jetzt mal langsam zurück. Ich brauche Eisen. Nee, Eisen brauche ich nicht. Ich brauche nur Ebenerz. Wir werden die Abkürzung nehmen durch das Loch. Ganz langsam Mul und gemütlich. Er sagt okay. Mir, wohin ich gehen soll. Und ich tu's. Ja, das ist schön für dich. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier so mal einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part, wie ich mir die Nier-Automata-Rüstung schmieden werde. Also bis dahin, bye bye!